Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Genshin Impact. Heute machen wir etwas, was wir schon länger nicht mehr gemacht haben. Und zwar werden wir einfach random rumlaufen. Und, oh, hier stehen Barbara und Razor rum. Okay. Sagt er uns auch irgendwas Interessantes? Not understand, but feels warm. Like blanket. This is mother feeling? Mother is... Ah, okay. Also sie sagen uns nichts Interessantes. Ja, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, zum Ende hin der Aktion. Ich meine, das Goldapfel-Archipel ist zwar noch über 20 Tage aktiv, glaube ich. Aber zumindest die erste Aktion endet jetzt ja. Und da wir damit eigentlich auch so ziemlich durch sind, wir haben eigentlich mehr oder weniger alles gemacht. Hätte ich gesagt, starten wir jetzt, wobei morgen, glaube ich, schon eh die neue Aktion kommt, aber trotzdem starten wir jetzt schon mal mit dem Erkunden noch ein bisschen. Ich habe schon einiges auch so gemacht, einfach nur beim Rumlaufen. Ein paar Rätsel, ein paar Inseln erkundet, vor allem die ganzen kleinen Inseln habe ich alle schon erkundet. Hier wollte ich nur noch mal gucken, ob es hier nicht doch noch irgendwas gibt, weil ich konnte es mir fast nicht vorstellen, dass hier nur der Samurai drauf ist, aber es sieht fast echt so aus, als wäre ja nicht mal mehr eine Schatzkiste versteckt. Was echt komisch ist. Aber auf jeden Fall sollte man das ja schon nutzen, vor allem wegen dem Urgestein, das man hier finden kann. Klar, die meisten Truhen geben nur so 2 bis 5 höchstens, die man so findet. Aber ich meine, es ist Urgestein und außerdem auch die ganzen Ressourcen kriegt man ja trotzdem auch relativ viel. Und das ist ja auch funny. Also ich meine, manche Sachen nerven. Ich sag nur letzte Folge mit dem Musikstein. Säulen, Teich, Rätsel. Also hier ist nichts mehr drauf, dann markiere ich das auch mal als... Ups. Dann markiere ich das auch mal als erledigt hier. Dann würde ich fast sagen, bei die Insel hier einen guten Ausgangspunkt hat, da spawnt man direkt am Rand. Das ist doch ein Zeichen. Ja. Also die ganzen kleinen, wie gesagt, die habe ich alle erledigt. Da waren hauptsächlich nur die Echo-Schnecken drauf. Eigentlich. Die habe ich extra so schon gemacht. Um die zusammen. Hier, das ist die einzige große, die ich schon abgeschlossen habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Direkt rechts ist da auch noch eine kleine Insel. So ein kleiner Stein. Mal gucken, ist da was drauf? Ja, ich glaube nicht. Genau, und was wir noch suchen müssen, sind die Wandmalereien. Also wenn es gut läuft, können wir die auch noch. Oder ist Albedo. Können wir die vielleicht auch noch finden. Aber ich werde jetzt nicht explizit nach denen suchen. Also wenn wir sie finden, nice. Wenn nicht, dann... nicht so schlimm. Na gut, okay, haben wir schon festgestellt, dass die uns nicht wirklich was Interessantes erzählen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Insel die ursprünglichen Wandmalereien waren. Das war da oben, gell? Hier oder hier? Irgendwo hier in dem Bereich. Genau. Also mal gucken. Wenn ihr was seht, sagt mir Bescheid, Kappa. Okay, hier haben wir nochmal... Wait, wo ist der Start? Achso, hier, lol. Hier haben wir nochmal so ein Harpastum-Dingens. Okay, das gab's auch noch nicht. Dass sich das dreht. Boah, voll daneben, wow. Mist. Okay, also wenn er schräg nach rechts zeigt, musst du reinwerfen. Jetzt. Ah, es war zu früh. Jetzt. Oh, was? Oh mein Gott, was? Oh, jetzt ist es knapp nicht reingegangen. Oh no, come on. Schon wieder nicht. Okay, damn, ich dachte, das ist wesentlich leichter. Okay, jetzt. So. Schon, Alter, das gibt's ja nicht. Entweder links oder rechts vorbei. Das Zeitfenster, wo man treffen muss, ist anscheinend ziemlich klein. Boah, schon wieder durch, aber daneben. Vielleicht kann man hier noch was einstellen? Nee. Also den hier kann man nicht mehr einstellen und den natürlich auch nicht. Was man eigentlich machen kann als Zhongli, kann man hier mal ein bisschen cheaten. Man kann seine Ausgangsposition ändern. Vielleicht ist es dann leichter. Ups. Jetzt vielleicht mal von hier wirft... Uff. Hey, Moment mal, das ändert ja gar nichts von wo aus ich werfe. What the hell?
Nope, das ändert nicht wirklich was. Also sieht man die Flugbahn besser. So kann man es besser einschätzen, wann man werfen muss. Oh. Als ob. Okay. Ja? LOL. Let's go. Nice. Das war unerwartet einfach von der Position aus. Ja, von der Seite hat man es halt echt nicht so gut gesehen, wie der Ball überhaupt fliegt, wenn du wirfst. Also hat nur gesehen, dass er daneben gegangen ist. Ja, Zhongli, der alte Cheater, man kennt ihn. Da drüben ist noch was. Ups. Ja, moin, ich wollte... Alter, das finde ich auch manchmal so komisch. Du rutscht ab und dann kannst du dich... Also kannst du da einfach nichts mehr machen. Das ist auch crazy. Hoppla. Ich habe nicht gesehen, dass wir das verpasst und noch ausgerüstet hatten. Lol. Okay, hier haben wir nochmal what? Wo sind die anderen, wo ist das Ziel? Oh, Leute, unten. Wait, what? Da unten liegt noch eine Truhe, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Hm, holen wir die uns mal schnell, können uns ja wieder hoch teleportieren. Die vergesse ich sonst noch. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal oben. Und dann machen wir unten weiter. Wir werden natürlich nicht alles heute erkunden. Will ich nur nochmal dazu sagen. Das ist klar. Ich meine, ihr habt zwar schon einige Dinger gemacht, aber halt immer nur vereinzelt. Also ihr habt keine einzige von den richtig großen Inseln habe ich bis jetzt komplett abgeschlossen. Alle immer nur so 50-50 höchstens. Also eine Hälfte vielleicht und dann wahrscheinlich auch nicht mal alles. Oh, hier ist noch so ein Ding? Damn. Ups, oh mein Gott, lol. Aus den Rechtsklick gedrückt. Das passiert mir sehr oft. Er ist schon easy Urgestein, easy Ressourcen. Also das sollte man sich echt nicht entgehen lassen, wenn man die Zeit hat. Und ich meine, man hat ja echt läusterne Serie. Alter, wusste ich gar nicht, dass es die auch gibt. Ja, man hat ja genug Zeit eigentlich. Oh, hoppla. Oh, hier brauchen wir Kryo. Habe ich ein Team mit Kryo und Pyro? Hatte ich mal, aber ich glaube, das habe ich aufgelöst. Ja. Warte mal, was denn? Das hier ist nicht mein Hauptteam. Chongyun, my boy. Ja, aufstellen wäre auch nicht schlecht, Brother. Das war echt alles? Lol. Das waren leicht verdiente Urgesteine. GG. Gibt es da eigentlich einen Quick-Button, um Truppen aufzustellen? Oder also, habe ich das bis jetzt noch nicht gefunden? Gibt's nicht, oder? Also ich weiß nur, dass man einen Charakter wechseln kann, schnell, um die Ultimate direkt zu aktivieren. Aber du kannst jetzt nicht eine Truppe irgendwie mit einer Tastenkombination aufstellen, oder? Ich glaube, das geht nicht. Wenn doch, let me know. Also halt nichts Illegales natürlich. Thronspürhund 36 wieder am Start. Okay. Ja, krass, hier, das ist die erste Serie, die ich hier gesehen habe.
Ah, okay, ist auch eine kleine. Ist auch eine kleine Quest. Also gibt's wahrscheinlich auch keine wirklich, nur die eine hier. Er ist etwas weit entfernt von Monster, hat sich wohl etwas verirrt. Untersuche die Umgebung. Mist. Lass du die Dinge in der richtigen Reihenfolge, war das gerade, leuchten? Oder wie, oder was? What? Die leuchten doch schon. Am I stupid or am I stupid? Okay, die Säge bewegt sich nicht mehr. Lasse alle Elementarstehen auf die richtige Art und Weise leuchten. Alle Elementarstehen. Oh, na ja gut, ich bin ein Vollidiot. Oh, oder nicht? Wait, welches Element ist das? Ach, es ist gleich Elektro, ne? Ist nicht Pyro auf jeden Fall. Das hier oben ist Water? Rain outlines your fate. Nee. Wait, what? Okay. Ich dachte, man muss da jetzt mit Elementarfähigkeiten draufhauen, weil es ja Elementarstehen sind, aber anscheinend doch nicht. Nee. What? Ah, lol. Oh. Die Dinger. Also, glaube ich. Dann kommt... Nee. Was kommt danach? Animo? Doch. Aber ich nicht das richtige Team und ich bin wahrscheinlich zu langsam, oder? Ist das auf Zeit? Uff, ist das nervig, Alter. Ich hasse solche Dinger, wo du immer verschiedene Elemente brauchst. Das ist zum Kotzen. Ach, jetzt habe ich es wieder nicht aufgestellt. Oh, tut das weh. Okay. Wo sind die anderen beiden? Wo sind die anderen beiden, ist die Frage. Ah. Ah, stimmt. Aber wo ist die letzte? Da ist die Pyro. Und uns fehlt noch Hydro. Aber wo? Hydro, aber wo? Aber ich glaube, Feuer ist eh die nächste, ne? Ja. Wow, das hat aber absolut gar nichts gebracht. Die Frage ist, wie zum Teufel aktiviert man die? Erstmal wieder aufs richtige Team wechseln. Weil die Elemente, die wir jetzt brauchen, sind ja eh Pyro und Hydro. Hmm.
Ja, ich habe das Gefühl, dass man die Insel irgendwie umdrehen kann, aber das ist, glaube ich, Schwachsinn. Also das Gefühl hatte ich, wollte ich eigentlich sagen. Wie zum Geier soll man das aktivieren? Vielleicht, wenn du oben drauf stehst und dann eine Fähigkeit machst, die dann quasi durchgeht. So wie Bennett's Ultimate zum Beispiel. Frage ist nur, wie komme ich da oben drüber? Weil die hier die extra so ein Ding bereitstellen. Das ist schon mal ein Zeichen, dass du es eigentlich benutzen solltest. Ja. Uff, das schaffe ich niemals wieder auf die Wurzel. Schnell genug. Nein! Ach Gott, vor allem nicht, wenn sowas passiert. Ja, ist schon weg. Ah. Ich meine, ich mach's wahrscheinlich eh schon wieder falsch. Irgendwie in letzter Zeit ist meine Rätsellösgabe nicht so gut gewesen. Ich glaube, ich springe einfach mal von oben rein. Und dann erstens könnte ich so das andere Ding finden, die Hydro-Stele. Und ja, einfach mal machen. Okay. Teamwork is dreamwork. Hat nicht funktioniert. Mist. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht. Also man müsste irgendwas finden, womit man diesen Teil umdrehen kann. Irgendeine Vorrichtung oder so ein Stuff. Ich weiß nicht. Was mich am meisten ärgert, ist, dass ich nicht mal weiß, wo die letzte. Also selbst wenn ich das mit der Pyro-Stele hinbekomme, ich weiß nicht mal, wo die Hydro-Stele steht. Stele steht. Das heißt, ich kann es sowieso nicht lösen, das Rätsel. Genau, ich wollte hier links mal gucken. Erstens mal liegt hier eine Truhe. Nochmal einen anderen Blickwinkel bekommen, aber nee. Lol, zieh euch das rein, wie das verbuggt ist. Hier müsste man eigentlich stehen können, aber kann man nicht. Oh mein Gott. Aber wie gesagt, es bringt eh nichts, weil uns fehlt noch die letzte Stele. Ja, wie aktiviert man wohl
Eine Feuerstele aus der Ferne. Vergessen, dass es Amber gibt, TBH. Oder auch nicht. Na also. Tja, aber wie gesagt, das löst nicht das Problem, dass ich nicht weiß, wo das letzte Dingenskirchen ist. Oh, na, Moment, da ist sie. Ah, okay, das sitzt aber schon ein bisschen. Ich habe keinen Hydro-Schützen. Es gibt auch, glaube ich, nur einen Tartalia. Ich habe allgemein nur zwei Hydro-Charakter, Xingxiu und Barbara. Vielleicht, wenn ich seine Ultimate benutze mit den Schwertern und dann schieße? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber das wäre ein Versuch wert. Und weil es mit seiner E vielleicht sogar hinhauen könnte, das von oben aus zu lösen, weil die hat eine relativ große Reichweite. Also bei ihm könnte es legit funktionieren. Weil ich das ja vorhin mit Bennett's Ultimate dachte, das hat auch nicht funktioniert. Trotzdem mal seine Ultimate schnell aufladen. Rain outlines your fate. Time to act. Nice. Body and mind. Okay. Das ist das Feuer. Ah ne, hier ist das Hydro-Ding. Wie habe ich das vorhin nicht gesehen, oder? Ich habe es wirklich nicht gesehen, ohne Spaß. Okay. Aber hier war doch das Ding, wo man nicht stehen konnte, gell? Ah, Mist. Na gut, doch. Das macht es natürlich nicht gerade leicht, aber ich glaube, das geht nicht. Nee, 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 nee. Ich jetzt die E benutze. Oh mein Gott, ich habe sogar berührt. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat es eigentlich sogar berührt, aber halt von unten. Ja, nee. Also meine einzige Chance ist, mit einem Fernkämpfer zu schießen. Während... Ach so. Oder mit Barbara? Oh, wobei. Oder mit Barbara und es einfach nur berühren mit ihrer E. Okay, probieren wir das nochmal. Ja, stimmt, bei Barbara wird ja eine Elementarreaktion technisch gesehen schon ausgelöst, wenn du Dinge einfach nur berührst mit ihrem Zirkel. Das könnte vielleicht sogar auch hinhauen. Probieren wir das zuerst, irgendwie klingt das für mich wahrscheinlicher. Ja gut, die Ultimate können wir auf jeden Fall auch noch machen. Ready, steady, go! Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Oh, okay, ich hab's gerammt und es hat nicht gereicht. Okay. Okay, dann bleibt uns jetzt nur noch. Okay, die Schwerter fliegen nicht mit beim Fernkampfangriff. Wusste ich nicht. Okay, dann können wir es nochmal mit Barbara probieren, aber wenn das nicht hinhaut, dann wüsste ich nicht, wie man das schaffen sollte ohne Tartalia, was irgendwie ganz schön unfair ist. Ich meine, Amber hat jeder, das ist der erste Charakter, den man überhaupt bekommt. Also die kann man gar nicht haben, das ist unmöglich. Aber...
Das hat jetzt ja gerade auch nicht so wirklich funktioniert. Vielleicht war ich zu langsam, ich war zu weit weg. Nee. Von hier oben ist, unten ist die Reichweite. Das kann man ja auch gar nicht steuern. Also, das, Oder vielleicht mit einem Luftstrom und dann von unten rangeschleudert werden mit Barbaras E? Ich wüsste nicht, was das bringen soll. Wenn es von oben nicht reicht, dann reicht es ja von unten erst recht nicht. Sind eigentlich alle drei, es waren doch vorhin drei Dinge auch hier unten zu finden, oder? Ja. Aber das reicht nicht, der Luftstrom reicht nicht, um bis zu dem Hydro-Ding hochzukommen, safe nicht. Was mich noch interessieren würde, wäre dieser Luftstrom, der da auf dem Kopf steht. Oh, never mind. Hier ist ein Schalter. Oh mein Gott. Wusste ich's doch. Da ist ein Schalter. Wie kommt man da hoch? Gibt's da noch so ein Ding? Du müsstest den Luftstrom hier auslösen. Oh, hier ist so ein Ding. What the hell? Wie habe ich das noch nie gesehen? Ich laufe hier seit 20 Minuten im Kreis und habe das noch kein einziges Mal gesehen. Das ist so ein offensichtlicher Hinweis auch einfach nochmal gewesen. Oh, jetzt habe ich alle meine Animo-Charakter rausgeschmissen. Oh mein Gott, ey. Ach, das ist aber nur eine Truhe, Leute. Ich dachte, das wäre ein Schalter oder so. Wait, what? Das war nur eine dämliche Truhe. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre die Lösung. Oh Mann. Okay, dann bin ich jetzt echt raus. Also, jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Ich dachte, von weiter weg sah es nicht aus wie eine Truhe. Ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass sie wirklich einen Auftrag machen, einen Weltauftrag, wo du einen bestimmten Charakter haben musst in einer Aktion. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber offensichtlich ist das so. Ja, das haben wir ja schon probiert. Das reicht gar nicht, um da hochzukommen. Ja, nee, dann, wie gesagt, ich habe keinen anderen Charakter leider. Keinen anderen Hydro-Charakter. Ist auch so krank, dass ich nur zwei Hydro-Charakter habe. Oder gibt es irgendeine Art Reaktion, die man hervorrufen könnte, die das machen könnte? Ah, nee. Puh. Das ist lost. Das ist halt schon echt ein bisschen fies. Wenn du Tartaglia hast, musst du dir nicht mal Gedanken darüber machen, wie du da hochkommst und es auslöst. Wenn du Tartaglia hast, gehst du einfach hoch, zack, boom, fertig. Schießt drauf, zack, boom, fertig. Das ist schon echt gemein. Weil man sagen muss, Zhongli zu haben, ist bei den Dingern hier auch ziemlich gemein. Dass du einfach hier dein Ding drauf stellst und dann kannst du dich frei bewegen. Und sonst wo stehen, wenn du wirfst. Moment mal. Crumble.
Quatsch. Dankeschön. Tja, dann müssen wir das jetzt leider beenden. Und wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit gefunden habt, dass man das Hydro, die Hydro-Elementarstelle da oben aktivieren kann, wenn man nicht Tartalia besitzt, oder beziehungsweise Charakter unabhängig am besten, dann lasst es mich wissen. Denn ich weiß es wirklich nicht. Nee, ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr es wisst, lasst es mich wissen. Ansonsten danke fürs Einschalten. Würde mich selber in den Kommentaren aber von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.